Mit Süditalien kamen die Normannen zuerst als Pilger in Kontakt. Schließlich sind sie auch um Waffenhilfe gebeten worden. Einerseits gegen die Sarazenen, andererseits gegen Byzanz. Süditalien war ein Durchzugsland für den Kreuzzug. Schnell kursierte unter den Normannen das Schlagwort, Süditalien sei ein Land, wo Milch und Honig fließen. Für Krieger war die wechselnde politische Lage eine Traumsituation. Drei christliche Mächte beanspruchten das Land, der Kaiser, Byzanz und die Päpste. Sizilien war arabisch. Dazu kam, dass ab dem 11. Jahrhundert in der Normandie für Normannen kein Platz mehr war. Die Herrschaftsbildung der Normannen in Süditalien verlief in mehreren Phasen. Anfangs kamen nur wenige Ritter, die wenigsten mit ihren Frauen. Sie unterstützten den Papst bei einem Aufstand gegen die byzantinische Herrschaft in Süditalien. In den folgenden Jahren standen Normannen als Söldner auf verschiedenen Seiten bei Konflikten der süditalienischen Fürstentümer. Am Ende des 11. Jahrhunderts begannen die Normannen, sich selbstständig zu organisieren. Sie heirateten auch in einheimische Adelsfamilien ein, die mit Hilfe der Normannen ihr Gebiet erweitern konnten. Robert Guiscard, der Listige, startete eine fulminante Karriere, die ihn zum mächtigsten Mann Süditaliens machte. Die Normannen waren erfolgreich, kamen aber wegen ihrer Expansion in Konflikt mit dem Papsttum. Für die Päpste war es wichtig, jene Gebiete, die unter der Kirchenherrschaft des Patriarchen von Konstantinopel standen, zu unterwerfen. 1053 verloren die Normannen gegen ein päpstliches Heer. Danach setzte an der römischen Kurie sich allerdings ein Umdenken ein. Nun wollten die Päpste eine Einigung mit den Normannen erzielen. So erhielt Robert Guiscard vom Papst den Herzogstitel. Damit stand er über den normannischen Grafen. Schließlich gelang es ihm auch, eine Tochter mit dem byzantinischen Thronfolger zu vermählen. Das Verhältnis der Päpste zu den Normannen war so lange gut, bis sich die normannische Herrschaft Richtung Kirchenstaat ausdehnte. Unter Papst Gregor VII. Kam es zum offenen Konflikt. Robert Guiscard wurde exkommuniziert, wenige Jahre darauf alle Normannen, die den Kirchenstaat bedrohten. Als die Situation im Investiturstreit erneut eskalierte, wurde die Exkommunikation wieder aufgehoben. 1080 leistete Robert Guiscard den Lehenseid gegenüber dem Papst. Er wollte nun auf den Balkan übersetzen und sich in die byzantinische Politik einmischen. Es gelang ihm schließlich, Albanien zu erobern. Damit wurde der älteste Sohn ausgestattet. Als Alexios I. Komnenos 1081 an den Macht kam, war es sein erstes Ziel, die Normannen wieder zu vertreiben. Auch das führte zu einem Abkommen mit Venedig, das in der Folge die Adria eroberte. Allerdings erlitt er eine schwere Niederlage gegen die Normannen. Daraufhin zettelte er mit Geld Aufstände in Apulien an. Robert Guiscard war nun damit beschäftigt. Währenddessen gingen fast alle albanischen Eroberungen verloren. 1085 starb Robert Guiscard beim Versuch, am Balkan wieder Terrain zu gewinnen. Robert Guiscards jüngerer Bruder Robert hatte ein anderes Ziel, die Eroberung Siziliens. Dort war die islamische Herrschaft zerfallen, lokale zerstrittene Machthaber kontrollierten die Insel. Bereits Anfang des 11. Jahrhunderts gab es deshalb einen byzantinischen Feldzug, an dem auch normannische Ritter teilnahmen. Die normannische Eroberung ab der Mitte des 11. Jahrhunderts verlief langsam. Der Höhepunkt war 1072, die Eroberung Palermos. In den folgenden Jahren konnten schließlich ganz Sizilien unter normannische Herrschaft gebracht werden. Dann folgte Malta. Allerdings änderte sich für die Bevölkerung vorerst wenig. Der muslimische Glaube konnte beibehalten werden. Allerdings mussten die Muslime eine Kopfsteuer zahlen. Die Einwanderung von Christen wurde gefördert. Schließlich wurden die Bischofssitze wieder errichtet. Nach der Eroberung Süditaliens und Siziliens kam es zu einer dynastischen Heiratspolitik. Schlussendlich führte die Heirat der Normannen Konstanze mit Kaiser Heinrich VI. Dazu, dass das Königreich Sizilien auf Dauer auf die Staufer überging.